Stromnetz kann nicht nur von oben, von der Leitstelle aus angegriffen werden. Auch Umspannwerke sind ein sehr attraktives Ziel. Schaltanlagen sind relativ verwundbar und ungeschützt. Sie haben veraltete Geräte und ältere Software und Firmware im Einsatz. Und man kann sich auch leicht anschließen an das Netzwerk und hat dann vollen Netzwerkzugang zu diesen verwundbaren Geräten. Es können dann die Schutzrelais und RTUs relativ leicht manipuliert werden, sodass sie den Leistungsschalter entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt schalten oder man kann sogar Schutzfunktionen deaktivieren. Beides würde zu einem Blackout führen. Eine Firewall kann nur das schützen, was von der Unterstation ein- und ausgeht. Aber alles, was innerhalb des Stationsbusses passiert, ist für die Firewall nicht sichtbar. Ein gutes Beispiel für einen Cyberangriff, bei dem die Firewall auf diese Art und Weise umgangen wurde, ist der berühmte Stuxnet-Cyberangriff. Dort hat ein infizierter Laptop mehrere Steuergeräte manipuliert, ohne dass es jemand bemerkte und ohne dass eine Firewall dies erkennen konnte. Dasselbe kann auch in einer Schaltanlage passieren, wenn ein Techniker seinen Wartungslaptop entweder an den Frontport von dem Relais anschließt oder an das Netzwerk in der Schaltanlage. Ein Intrusion Detection System kann den gesamten Datenverkehr innerhalb der Schaltanlage analysieren und es würde beispielsweise erkennen, wenn ein PC beginnt, Geräte umzuprogrammieren oder wenn sich ein Gerät plötzlich anders verhält, als es sollte. In modernen Schaltanlagen entfällt 95% des Datenverkehrs auf den 61850 Standard. Und gerade bei diesem Datenverkehr kann Station Guard in eine viel größere Tiefe analysieren, als dies eine Firewall tun kann. Mit einem Intrusion Detection System erhalten Sie Transparenz darüber, welche Geräte an das Schaltanlagennetzwerk angeschlossen werden und Sie erhalten Alarme für jede unerlaubte Aktivität im Netzwerk. Aus diesen Gründen haben wir ein Intrusion Detection System entwickelt, speziell für Schaltanlagen.